Hallo liebe SC Paderborn 07-Fans, ich begrüße euch heute recht herzlich zu einer weiteren Folge Auslaufen aus unserer wunderschönen Domstadt mit den drei Punkten nach dem fünften Spieltag, die wir uns gestern beim 1. FC Köln erkämpft haben. Einer von denjenigen, die gestern mit dabei gewesen sind, ist Sebastian Vasiliades. Sebastian, grüße dich, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Hallo. Ja, Sebastian, was ein irres Spiel gestern in Köln, oder? Wie hast du denn die 94 hochspannenden Minuten erlebt? Boah, waren sehr... sehr, sehr emotionales Spiel, war ein sehr umkämpftes Spiel. Für die Zuschauer, denke ich, ein sehr tolles Spiel, viele Tore gefallen. Wir waren für mich der verdiente Sieger. Ja, für mich auch, definitiv. Genau. Weil wenn man 5 Tore in Köln schießt, muss man nicht allzu viel falsch gemacht haben. Ausgerechnet gegen den 1. FC Köln wirft der Trainer dich dann gestern ins kalte Wasser. Ich glaube, die 86. Minute war es. Weißt du es noch genau? Ja, so ungefähr. 86. Genau. Ne? Wie besonders war denn dieser Moment für dich? Warst du direkt bereit und hellwach oder hast du erst mal gedacht, so, oh, was ist denn jetzt los? Also ich war schon ein bisschen überrascht, dass der Trainer mich gerade in Köln vor 50.000 Zuschauern zum ersten Mal reinbringt, im Stand von 3-3. Ich war ein bisschen nervös, denke, das konnte ich dann relativ schnell ablegen und habe mich gefreut, dass ich vor 50.000 Zuschauern mal ein Spiel machen durfte. Ja, Wahnsinn, weil vor dem 4-3 eroberst du das Spielgerät. Sensationell. Wie gut erinnert man sich an so eine Aktion noch oder ist es so ein Moment durch das Adrenalin völlig verschwommen gewesen dann? Nee, verschwommen war nicht. Ich konnte mich noch recht gut daran erinnern. Ich war gefühlt nicht mal eine Minute auf dem Feld und beim ersten Ballkontakt lege ich Bernardes Ding vor und ja, war ein toller Moment für mich. Jetzt mal ganz ehrlich, was hast du denn da gemacht? Gibt es dafür einen Fachbegriff bei dem Trick, den du da gemacht hast? Oder wie kam es dazu? War der echt so schlecht verteidigt? Ja, so ein Trick ist es ja nicht. Also die Mannschaft nennt einen Spinnenschritt, den Schritt, den ich gemacht habe. Und ja, also ist nicht ganz Zufall gewesen. Klar, ich springe mir da noch ein bisschen ans Knie, dadurch perfekt in Lauf. Aber ja, Spinnenschritt wird es genannt und in der Mannschaft auch nicht so ganz gern gesehen. Okay, warum? Ja, meistens benutze ich hier im Eck und meistens komme ich dadurch irgendwie am Ball und ja, sind relativ blöd wie die anderen. Ja, und mit 20 Lenzen kriegt man dann schon mal Ärger von den Mitspielern, dann dem Verteidiger, wenn du so einen Trick dann machst? Ja, Ärger nicht, aber verhöhnt wird man dann ein bisschen. Okay, wie oft hast du dir diese Szene zu Hause nochmal angeschaut oder bist du direkt ins Bett danach, weil du fertig warst gestern Abend? Nee, ich habe es mir im Bus noch 2-3 Mal angeschaut. Und ja, im Spiel habe ich es gar nicht so richtig wahrgenommen, dass ich den Spinnenschritt gemacht habe, aber so, ja, sieht man relativ gut. Und ja, ich habe mir 2-3 Mal angeschaut und sagen, war erfolgreich. Super. Ja, Moral haben wir letztens schon mit anderen Leuten drüber gesprochen, ist top bei der Mannschaft. Also ihr gebt euch nie auf. Ne? Jetzt mit den Big Points aus Köln haben wir jetzt 8 Punkte nach 5 Spieltagen. Das gibt erstmal doch einen richtigen Selbstbewusstsein schon vor dem kommenden Heimspiel gegen Magdeburg, oder? Ja, ich denke mal, Selbstvertrauen haben wir immer. Also egal, ob wir jetzt gegen Köln gewonnen haben oder unser Sieg gegen Regensburg. Selbstvertrauen ist immer da. Wir können jeden schlagen. Und wir werden auch gegen Magdeburg einfach versuchen, unser Spiel durchzubringen und hoffentlich damit 3 Punkte das Spiel beenden. Und hoffentlich auch mit genügend Fans im Hintergrund, denn ihr wisst wieder Bescheid, nächste Woche Sonntag geht's weiter. Karten kaufen gegen den 1. FC Magdeburg, heißt es dann in der Wendler Arena, weitermachen, der Zug muss weiterrollen. Sebastian, das war's schon. Ich bedanke mich recht herzlich dafür, dass du dir die Zeit genommen hast und wünsche dir erstmal eine schöne Woche. Mit dem Sieg im Rücken lässt sich das, glaube ich, ganz gut leben. In diesem Sinne, ich danke dir, Sebastian. Ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal.